Gäste im Studio, die Schwaben-Rocker mit dem Namen Gonzo. Auf das schwäbische Bekenntnis legt sie großen Wert, die Band aus Botnang. Stuttgarter also, das Einfachste ist, ihr stellt euch vor mit Musik. Wenn's regnet, schieße hot. Da steige in meine Hosen ein und fahr mit dem Schlepper fort. Und fahr mit dem Schlepper fort. Das Reule nahe zum Acker. Rechts und normal vorbei. Am Baum, da steht ein Hirsch und wird sich sein Quai. Und wird sich sein Quai. So ist's halt im Schwarzwald, wenn der Furz knallt, da stehen's halt. So ist's halt im Schwarzwald, wenn dein Aldi will, na musch halt. So ist's halt im Schwarzwald, wenn der Bulle drückt, na kackst halt. So ist's halt im Schwarzwald, wird du halt, was man kann halt. Breschnei auf der Acker, der Schlepper, der dreht durch. Hab Bremse bei dir Reben ein, die schmecken so fein. Die schmecken so fein. Und mit meinem Kartoffelriebe, da fahre ich wieder so in die Nacht und Rad, so dunkel, jetzt brauch ich meinen Zug. Jetzt brauch ich mein Zug. So ist's halt im Schwarzwald, wenn der Furz knallt, da steht's halt. So ist's halt im Schwarzwald, wenn dein Aldi will, na musch halt. So ist's halt im Schwarzwald, wenn der Bulle drückt, na kackst halt. So ist's halt im Schwarzwald. Und du halt, was man kann halt. Am Stammtisch in der Linde, da presset sie ja auch schon ein. Wir stehen schon bis zum Kragen. In Elfter muss nur nein, in Elfter muss nur nein. Und mit mein Allmachtsballen, da huck ich auf der Schlepper rum. Daheim, da waren wir zwei, auf die muss ich noch drauf. Ui, der Esel. Auf die muss ich noch drauf. So ist's halt im Schwarzwald, wenn der Furz knallt. Da stinkt's halt, so ist's halt im Schwarzwald, wenn dein Aldi will, dann musch halt. So ist's halt im Schwarzwald, in der Bullenbrück, na kackst halt. So ist's halt im Schwarzwald, nur du und halt, was man kann halt. So ist's halt im Schwarzwald. Sie sind also Gonzo, richtig? Richtig. Und heißen eigentlich wie? Falk. Noch ein Falk? Kurz, knapp, Falk. Kurz, knapp, Falk. So ist es halt im Schwarzwald, das soll also doch wahrscheinlich ein antibadisches Kampflied sein, oder wie muss ich das verstehen? Ah nee, also keiner unserer Texte ist übermäßig ernst und da fällt er natürlich genauso drunter wie alle anderen, die man so macht. Also wir räumen ohne weiteres ein, auf der Schwäbischen Alb wäre es genauso. Aber natürlich. Oder ist am Ende doch der gelungene Mehrfachreim das, wenn wir uns mit den Schwaben auf der Alb anlegen, die hin's näher zu uns, wenn wir uns mit den Schwarzwäldern anlegen. Mein Englisch ist gar nicht so übel, aber dann englische Rocktexte gesungen, meistens verstehe ich weniger als die Hälfte und bin ziemlich sicher, mit gesungenem Rock-Schwäbisch geht es vielen Leuten auch so. Reicht euch der Plattenverkauf rund um Stuttgart?
Also du hättest schon mal Englisch singen hören sollen. Deswegen haben wir gesagt, das ist vielleicht besser, wenn wir es auf Schwäbisch probieren. Nee, also es ist nicht einmal so arg regional begrenzt. Also es mögen da Leute in andere Bundesländer. Ne? Also wir spielen da im Schwarzwald demnächst am 26. Februar in Schramberg. Ja. Und also auch bis nach Heilbronn hin, die verstehen uns auch noch prima. Man kann die CD kaufen, da hat es Texte hinten drauf, die kann man nachlesen. Ne? Sind denn eure anderen Stücke alle so ganz ähnlich? Die sind, also vom musikalischen Repertoire her ist eigentlich bunt gemischt, muss man sagen. Ne? Und die textliche Thematik, ne, die dreht sich eigentlich Lieder, die das Leben schrieb. Und das schöne Schwarzwaldlied ist natürlich auf eurer ersten CD zu hören. Die nächste kommt dann irgendwann mal. Ist geplant, ja. Vom Musikgeschäft könnt ihr also noch nicht leben. Was macht ihr tagsüber? Ach, ganz normale Berufe nachgehen. Also ich tue ein bisschen Häusle bauen, dahinter den sie Autos verkaufen und Häusle verkaufen und Ordner verkaufen und lauter so Zeug halt. Rechtschaffende Berufe. Rechtschaffende Berufe. Den zweiten großen Fernsehauftritt habt ihr aber heute Abend schon in der Sendung Mundart und Musik um 21.15 Uhr hier im Dritten. Und wir, meine Damen und Herren, machen jetzt weiter mit den Tagesnachrichten aus Baden-Württemberg und Alex Koch.